Hallo alle zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und es ist schon so lange her, dass ich ein deutsches Video gedreht habe, beziehungsweise ein Video auf Deutsch für meinen deutschen Kanal. Und ich weiß auch nicht, woran es lag. Ich glaube, ich war einfach zu faul. Ich konnte einfach nicht irgendwie in die Gänge kommen und es hat bei mir super lange gedauert. Aber jetzt im Februar, zum Valentinstag, ist es geschehen und ich wollte auf jeden Fall einen neuen Look für euch schminken. Ich hoffe, ihr seid auf das Video gespannt, genauso wie ich. Hinterlasst mir doch gerne einen Kommentar und abonniert auch meinen Kanal und wenn ihr wollt, drückt einen Daumen nach oben. Das würde mich super freuen. Und jetzt kommen wir schon langsam zu diesem Look. Ich habe heute versucht, einen schönen, glamourösen Date-Night-Look zu schminken, zu kreieren. Denn bald ist es schon soweit. Bald ist Valentinstag. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich und mein Mann diesen Tag immer feiern, aber falls ihr an diesem Tag ein Date habt oder generell eine Verabredung habt, keine Ahnung, kann ja auch sein. Dieser Look gefällt mir selber super gut und ich würde den auch so tragen, wenn wir zum Beispiel mit meinem Mann ausgehen oder wenn wir ins Kino gehen zum Beispiel. Falls es euch interessiert, welche Produkte ich heute verwendet habe, dann bleibt auf jeden Fall dran und viel Spaß beim Zuschauen. So Leute, und wir starten schon direkt mit meinen Augenbrauen, wie immer. Ich mache immer zuerst meine Augenbrauen und erst dann mache ich mein Gesicht und mein Augen-Make-up. Ich kämme meine Haare wie immer mit so einem Bürstchen durch und werde die dann auffüllen. Ich habe jetzt ein Experiment gestartet, was meine Augenbrauen angeht, denn ich lasse die wieder wachsen. Meine Augenbrauen, also die Härchen selber, sind super lang und ich schneide die immer zurecht, damit die einigermaßen in Form bleiben. Aber jetzt will ich meine Augenbrauen wachsen lassen. Ja, und die Härchen sind momentan schon super lang. Ich zupfe die auch nicht. Nur die Härchen, die schon hier auf meinem Augenlid wachsen, die zupfe ich noch weg. Aber hier das Ganze, was ich eigentlich auch früher immer gezupft habe, lasse ich drin. Ich versuche jetzt, die Augenbrauen so natürlich wie möglich zu gestalten. Und zwar habe ich ein Video bei Wayne Goss gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Aber das ist ein Make-up-Artist aus Großbritannien und der ist so cool. Also ich mag den über alles und ich schaue den schon seit mehreren Jahren. Ich schaue natürlich nicht sein jedes Video, aber generell, der macht immer so Trend-Videos und redet über Sachen, die man bei einem Make-up machen muss oder was man vielleicht auch vermeiden sollte. Der hat auch ein Video über Augenbrauen gemacht und da hat er eine Frau empfohlen, beziehungsweise ihr Account bei Instagram empfohlen. Der hat keine Werbung gemacht oder so und die hat da so geile Augenbrauen gemacht. Das sah wie Microblading aus, nur die hat es mit eine Pomade von Anastasia Beverly Hills gemacht. Ne? Das habe ich auch versucht, nachdem ich mir ihre Videos angeschaut habe. Ich bin aber noch im Übungsstadium sozusagen, weil bei mir klappt das irgendwie nie so toll wie bei ihr. Aber ich habe mir noch so einen Marker gekauft oder so. So würde ich das mal nennen. Das heißt Shape & Shade Brow Tint. Und das ist von MAC und das ist in der Farbe Taupe. Und mit diesem Marker werde ich jetzt meine Augenbrauen auffüllen. Ja, super lange Geschichte erzählt, bis wir endlich zu den Augenbrauen kommen. Ja, und ich werde jetzt solche Strokes ziehen, damit die Augenbrauen so leicht wie Federn aussehen. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Ich bin immer noch am Üben. Aber es klappt schon langsam. Ach ja, und das ist übrigens ein Spitzentop und kein BH oder so oder keine Unterwäsche. Ne? So, und jetzt fange ich schon an und zwar hier muss ich auch ganz präzise und langsam arbeiten. Deswegen werde ich währenddessen nicht sprechen. Thank you.
ungefähr so würde dann die Augenbraue aussehen. Ich finde, es klappt schon mal ganz gut. Natürlich nicht perfekt, aber ich bin erstmal mit so einem Ergebnis schon zufrieden. Jetzt mache ich meine zweite Augenbraue. Und ich muss sagen, meine linke Augenbraue ist viel cooler als meine rechte. Es ist viel einfacher, mit der zu arbeiten und sie auszufüllen, als meine rechte. Naja, die Augenbrauen sind ja keine Zwillinge, ne? Sind Geschwister und keine Zwillinge, so sagt man es, ne? Und schon sind wir mit den Augenbrauen fast, aber nur fast fertig. Jetzt benutze ich noch das Augenbrauengel zum Fixieren. Und alle Produkte werde ich unten wie immer auflisten. Ich werde noch die Form etwas ausbessern, indem ich einen Concealer nehme. Das mache ich eigentlich fast immer. Jetzt kommen wir schon zu den Augen und zwar benutze ich als allererstes den Paint Pot von MAC. Die Base setze ich aber wie immer mit einem losen Puder und das ist das Puder von Laura Mercier. Ich setze die Base eigentlich immer, so lassen sich die Lidschatten später super verblenden. Die Lidschatten sind schon dran und heute werde ich zwei Paletten benutzen. Die eine Palette ist von Anastasia Beverly Hills, die Modern Renaissance. Und ich gehe jetzt in diesen Ton rein, der heißt Warm Taupe. Und das ist mein Lieblingston, das ist meine Lieblingsfarbe quasi für meine Augen-Make-ups. Denn ich benutze die fast immer und ihr seht, hier ist schon der Boden zu sehen quasi. Aber ich habe mir jetzt noch den Lidschatten nachgekauft. Den einen Warm Taupe Lidschatten bei Beauty Bay. Die gibt es auch einzeln zu kaufen. Und ich habe den zum Glück dort gefunden. Ich gebe diesen Ton in die Lidfalte und blende den nach außen aus. Genau mit derselben Farbe und mit demselben Pinsel gehe ich noch auf mein unteres Augenlid. Jetzt nehme ich schon eine andere Palette und das ist die Palette von NARS. Ich glaube, das war eine LE. Die Palette heißt Wanted Eyeshadow Palette. Genau, und so sieht die aus. Und hier könnt ihr auch super schöne Farben erkennen. Und vor allem diese glitzerige Lidschatten sind einfach der Hammer. Und natürlich, hier sind auch ein paar matte dabei. Aber ich finde, die hier sind etwas rotstichig. Und deswegen habe ich den anderen Ton genommen. Aber ihr könnt natürlich auch die verwenden, falls ihr diese Palette habt oder haben wollt. Damit kann man auch super schöne Looks schminken. So, jetzt gehe ich einfach mit dem Finger in diese Farbe rein, diesen Ton hier, und trage den hier auf mein bewegliches Lid auf. Ganz einfach und verblende quasi auch mit meinem Finger die Farbe. Unter meine Augenbrauen werde ich diesen Ton auftragen. Das ist auch ein heller Champagner-Ton, würde ich sagen. Einfach mal die Augenbrauen zu highlighten. In meine inneren Augenwinkeln kommen diese Glitzer rein. Das sieht mega schön aus. Das macht das Ganze nochmal frischer und glamouröser. Gefällt mir sehr, sehr gut. Soll ich euch was erzählen? Wenn ich deutsche Videos drehe und wenn ich die schon fertig geschnitten habe, dann muss mein Mann meine Videos auch nach meinen Fehlern kontrollieren. Und nicht, weil er das so will, sondern weil ich das so möchte. Und jedes Mal, wenn ich ein Video gemacht habe, auf Deutsch, geschnitten habe,
muss er sich meine Videos immer reinziehen. Von Anfang bis zum Ende. Und ja, das mag er nicht immer. Oder beziehungsweise er hat halt einfach keine Lust, ihm das Ganze anzuschauen. Aber so ist das Leben. Denn wenn ich meine Videos mache, dann möchte ich, dass sie fehlerfrei sind oder fast fehlerfrei sind. Es gibt ab und zu mal ein paar Versprecher bei mir. Aber das ist normal, sowas kann jedem mal passieren. So Leute, und genau hier habe ich gar nicht mitbekommen, dass mein Mikro aus ist. Ja, und genau hier erzähle ich euch, welchen Eyeliner ich jetzt benutzen werde. Und das ist ein cremiger, matter Eyeliner von Kiss Professional. Der ist in der Farbe Burgundi. Ich trage den nur an meinem äußeren Augenwinkel auf und verblende den mit einem Pencil Brush. Leute, ich habe jetzt gar nicht gemerkt, dass mein Mikro gar nicht an war, wo ich euch über meine Wimperntusche erzählt habe und keine Ahnung, was ich noch gemacht habe. Meine Güte. Auf jeden Fall habe ich noch diesen dunklen Ton, den dunkelsten aus der Anastasia Beverly Hills Palette, hier auf mein unteres Augenlid aufgetragen und zwar mit diesem abgeschreckten Pinsel. Und ich habe die Farbe einfach hier aufgetragen und auch nach außen hin gezogen habe. Und ich habe die hier quasi zusammengebracht sozusagen. Und danach habe ich das nochmal alles verblendet und meine Wimpern getuscht mit der super coolen Mascara von Benefit Roller Lash. Ich breche mir immer die Zunge, wenn ich den Namen aussprechen muss. The Roller Lash Mascara. Und ich liebe die einfach über alles. Ihr habt die bei mir schon gefühlte 100.000 Male gesehen. Ich habe mir die oberen und die unteren Wimpern getuscht. Und jetzt möchte ich auch die False Lashes anbringen. Und diese False Lashes sind bei mir von Kiss. Wo ist die Verpackung, bitte schön? Ah ja, die heißen Blooming Lashes. Blooming Lash. Ja, und jetzt werde ich mir die nochmal dazu kleben. Nee, falsches Auge. Hier. Und gleich komme ich zu euch wieder. Die Lashes sind jetzt dran und bis sie komplett getrocknet sind, können wir schon eigentlich mit dem Gesicht anfangen. Und zwar... Ihr müsst mal zählen, wie oft ich in diesem Video und zwar gesagt habe. Als allererstes benutze ich die Base von Smashbox, ein Primer, besser gesagt. Das ist ein Photofinish Primerizer mit Hyaluronsäure und den werde ich jetzt auftragen. Ich habe letzte Zeit etwas trockene Haut, deswegen habe ich mich heute für diesen entschieden. Genau, und dann trage ich den wie eine Creme auf, fast. Und als meine Foundation Base steht mir heute diese hier zu Diensten. Das ist die Touche Eclat, keine Ahnung, All-in-One Glow Foundation von Yves Saint Laurent. Und ich glaube, ich glaube, ihr habt schon über diese Foundation auch schon was gehört. Und zwar, die ist die ist sehr leicht, nicht allzu sehr deckend. Und falls ihr irgendwelche Pickelmale habt, Pickeln und so weiter und so fort, wird diese Foundation euch das Ganze nicht abdecken. Aber da ich ja jetzt keine großen Probleme mit meiner Haut habe, ich hoffe, es bleibt auch so, habe ich mich für diese entschieden. Und sie verleiht auch den Glow. Diese Frische, und die Haut sieht sehr frisch und gepflegt aus, was mir super gefällt. Diese Foundation trage ich nicht mit tupfenden Bewegungen auf, sondern ich verteile die mit solchen kreisenden Bewegungen. So.
weil ich auch nicht diese super krasse Deckkraft erzielen möchte, sondern einfach mal meine Haut und mein Teint ausgleichen will und etwas ausbessern will. Ich muss sagen, die ist sehr schön, wenn ihr keine Problemhaut habt, wenn ihr einfach diese Frische haben wollt, diesen schönen Glow, dann ist diese Foundation für euch perfekt geeignet. Kann ich nur weiterempfehlen. Die Haut trocknet auch nicht aus, falls ihr trockene Haut habt oder so. Richtig schön. Heute werde ich zwei Concealer benutzen von Revolution und zwar in schon wieder. Und zwar in zwei Farbnuancen. Einmal C5 und einmal in C6. Denn der eine Ton ist etwas heller, der andere etwas dunkler. Und wenn ich die vermische, dann passt es eigentlich auch ganz gut. Jetzt in der Kamera sieht es eigentlich ganz gut aus. Mal schauen. Und ich muss sagen, der Concealer gefällt mir sehr gut. So, jetzt würde ich noch etwas von der helleren Farbnuance auftragen und das Ganze verblenden mit meinem Lieblingspinsel von Zoeva. Und das ist die Nummer 117 Petite Define Buffer. Und der Concealer ist auch super deckend. Oh Gott, wie es in der Kamera ausschaut. Also hier in Real Life sieht das ganz gut aus, aber in der Kamera total weiß irgendwie. Obwohl, die steht bei mir auch schon etwas weit von mir entfernt. Vielleicht, wenn ich das Video schneiden werde, werde ich das Ganze besser erkennen. Der Concealer ist super deckend und auch sehr schön im Auftrag und trocknet die Haut auch nicht aus, was mir sehr gut gefällt. Hier die Kanten verblende ich noch mit meinem Foundation Pinsel. Und das ist auch mein Lieblingspinsel von Real Techniques in der Nummer 301. Das war auch eine LE, aber den gibt es noch online zu kaufen. Ich werde euch den Link auch in die Infobox reinsetzen. Den Pinsel gibt es bei Cocopanda oder Cocoa Panda, irgendwie so. Und der kostet auch da nur 11 Euro oder so. Auf jeden Fall ist nicht sehr teuer und der Pinsel ist so genial. Ihr schreibt mir auch oft, dass ihr den Pinsel auch ausprobiert habt und dass ihr so glücklich seid, dass ihr den Pinsel jetzt auch habt, denn der verblendet wirklich mega schön und im Auftrag super einfach und schnell und ja, alles was ihr wollt. Jetzt werde ich meinen Concealer nochmal setten mit dem Laura Mercier Puder, wie immer. Jetzt wärme ich noch mein Gesicht mit einem Bronzer auf, der ist von NARS. Laguna Bronzer, ihr seht, ich liebe den auch und benutze den super oft. Ich finde, der passt einfach zu allen Hauttypen. Der ist nicht zu aschig, aber auch nicht zu orange stechig. Und auch wenn ich etwas heller werde, kann ich den auch immer noch super benutzen und das sieht nicht orange aus, ne, im Gesicht. Der Pinsel verliert schon langsam die Haare. Könnt ihr mir bitte einen super coolen Konturpinsel empfehlen? Und zwar zum, eigentlich, ich konturiere mein Gesicht sehr selten. Ich trage immer nur den Bronzer auf. Ich mag super gerne solche großen Pinseln, die sehr fluffig sind, aber auch spitz, die spitz zulaufen. Und falls ihr eine Empfehlung habt, schreibt mir bitte unten in die Kommentare, denn ich bin auf der Suche nach einem coolen Konturpinsel, was halt so fluffig und groß ist. Boah, seht ihr das? Und wenn ich den wasche, dann könnt ihr das vergessen. Also der verliert so schlimm die Haare, dass es schon fast unnormal ist. Heute möchte ich auch den Blush auftragen von Benefit. Das ist Sugar Bomb.
Und das ist so eine, ja, so Terracotta, Karamell, Rosé ein bisschen. Alles in einem, so eine Farbe. Und ich finde, das verleiht eine tolle Frische, vor allem bei unserem heutigen Make-up. Und als Highlighter natürlich werde ich heute einen Highlighter von Dior auftragen. Oh mein Gott. Ich hatte vor mehreren Jahren eine Foundation von Dior und die war mir leider zu dunkel. Ich habe die aber trotzdem benutzt, weil ich die so toll fand. Naja, aber zum größten Teil natürlich im Sommer. Das ist das zweite Produkt von Dior, was ich besitze und was ich mir jetzt vor kurzer Zeit gegönnt habe. Und das ist ein Highlighter. Der ist bei mir in der Farbe 01. Und das ist Dior Skin Nude Luminizer. Ich habe schon vieles davon gehört und jetzt konnte ich nicht mehr länger warten. Ja, habe mir das bestellt. Ihr wisst, ich liebe Highlighter und ich könnte einfach im Highlighter baden. Das sieht sehr edel aus. Wenn ich so meine Haut betrachte, sieht das gar nicht gehighlightet aus irgendwie, aber in der Kamera kann man es trotzdem erkennen. Das gibt so einen gesunden Glow, würde ich sagen. Und als allerletztes kommt noch ein Puder ins Spiel. Und zwar von Hourglass. Oder Hourglass, besser gesagt. Und das ist das gehypte Puder auch überhaupt von Hourglass in der Farbe Ambient. Ja. So sieht es aus. Nach diesem Puder habe ich auch sehr lange Ausschau gehalten. Die hat drei Farben und die sind alle wie Highlighter quasi. Aber das ist ein Setting-Puder. Und das kann man im gesamten Gesicht, auf das gesamte Gesicht auftragen. Und das mache ich auch letzte Zeit super gerne und super oft. Und wenn ich mal Stories mache bei Instagram, schreibt ihr mir oft, wie schön und glowy meine Haut aussieht. Und das ist alles nur wegen diesem hier. Und das trage ich auch hier auf, von der Nase auf meine Bäckchen und auch das auf mein Kinn und auch auf meine Stirn. Ihr müsst natürlich bedenken, wenn ihr super fettige Haut habt, dann solltet ihr vielleicht nicht übertreiben, aber nichtsdestotrotz, auch bei fettiger Haut oder bei Mischhaut sieht es sehr natürlich und frisch aus. Gefällt mir sehr, sehr gut und ich bin sehr froh, dass ich mir dieses Puder auch mal gekauft und gegönnt habe, denn das kostet auch eigentlich nur nicht ganz billig und wir sind eigentlich schon fast fertig. Jetzt werde ich noch den Lippenstift auftragen und heute werde ich den von Anastasia Beverly Hills benutzen in der Farbe Stripped. Das ist übrigens auch ein neuer bei mir. Den habe ich vor einer Woche gekauft, bestellt beziehungsweise. Und die Farbe mag ich auch super gerne, vor allem wenn ihr etwas gebräunt sind, nicht super hell sind, weil bei helleren, obwohl ich glaube, ihr müsst es einfach ausprobieren. Aber auf jeden Fall, wenn ihr im Sommer oder im Frühling diese Farbe benutzt, dann wird es auch mega schön aussehen. So sieht die Farbe bei mir auf den Lippen aus und ich warte, bis die getrocknet ist und werde noch als Topper einen Lipgloss auftragen. Der ist von Pixi. Ah, ich liebe diesen Gloss. Das sieht so schön aus. Dadurch wirken die Lippen nochmal voller und sinnlicher und ja, bei so einem romantischen Make-up-Look finde ich, ist es nicht verkehrt. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Das ist der fertige Look und ich werde auch diesen Haarreif auch anbehalten, denn so habe ich mir das auch vorgestellt und geplant. Sagt mir auf jeden Fall Bescheid, wie ihr diesen Look findet und ich wünsche euch noch eine super schöne Woche und einen schönen Valentinstag, falls ihr den
feiert oder falls ihr da ein Date habt oder so. Wir sehen uns ganz bald in meinem nächsten Video. Natürlich, jetzt werde ich dranbleiben. Jetzt werde ich meine Videos jeden Sonntag online stellen. Nicht Donnerstag, denn davor habe ich auch jeden Donnerstag Videos hochgeladen. Jetzt möchte ich das am Sonntag probieren, denn das ist auch etwas leichter für mich. Und am Sonntag sind eigentlich auch relativ viele zu Hause. Und falls ihr da nicht wisst, was ihr machen sollt, dann schaltet doch bei mir ein und ich werde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und wir sehen uns natürlich ganz bald in meinem nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und ciao!